Jetzt habe ich hier für dich eine Divisionsaufgabe, die doch recht komplex aussieht. Hier schauen wir mal. 1,03075, so viel Stellen nach dem Komma. Geteilt durch eine Dezimalzahl, 0,25. Na, die Nuss können wir auch knacken. Ich hoffe, du hast die vorigen Videos alle angeschaut und dann, wenn du das gemacht hast, dann kennst du jetzt eigentlich schon alle Regeln, um solch eine schrecklich aussehende Aufgabe tatsächlich ausrechnen zu können. Und was wir als erstes machen, wir erinnern uns hier, dass dieses Teilen durch eine Dezimalzahl vermieden werden soll. Also was wir machen, wir versuchen aus dieser Dezimalzahl 0,25 eine ganze Zahl zu machen. Und wie machen wir das? Wir können da einen Faktor multiplizieren und dann gucken wir, welcher Faktor das sein muss. Reicht hier eine 10? Nee, dann kommen wir erst zu 2,5. Also wir müssen mit 100 multiplizieren, dann können wir das Komma 2 Stellen nach rechts schieben. Also 0,25 mal 100 wäre eine Stelle, zweite Stelle wäre dann 25. Und das dürfen wir dann machen. Ich schreibe jetzt nochmal das ausführlich auf als Bruch, einfach um zu zeigen, dass das auch eine Möglichkeit ist, so nochmal sich vorzustellen. Also 1,03075 geteilt durch 0,25. Und was wir dann machen wollen, wir wollen aus dieser Zahl hier eine ganze Zahl machen. Und da haben wir jetzt schon rausgekriegt, da müssen wir mal 100 rechnen, weil dann dürfen wir das Komma 2 Stellen nach rechts schieben. Wenn wir das aber in dem Nenner machen, dann müssen wir das auch definitiv im Zähler machen. Sonst werden wir das Ergebnis sehr verfälschen am Ende. Und das wollen wir nicht. Also wir wollen das Verhältnis dieser beiden Zahlen nicht verändern. Deshalb machen wir jetzt hier auch mal 100. Und wenn du dir diese Aufgabe dann neu aufschreibst, dann hast du, mach mal jetzt vielleicht mal eine neue Farbe. Also du guckst dir diese Dezimalzahl an und sagst, okay, mal 100, schnappst du dir das Komma und schiebst es zwei Stellen nach rechts, weil die 100 zwei Nullen hat. Dann kommst du zu 103, 103,075. Und das gleiche machen wir jetzt für den Nenner. Da haben wir 0,25 und da haben wir schon gesagt, was da rauskommt, nämlich 25. Also nimmst du das Komma, schiebst es zwei Stellen nach rechts, weil die 100 zwei Nullen hat. Okay, soweit so gut. Diese Aufgabe können wir jetzt ausrechnen. Ich schreibe das nochmal neu auf, einfach damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Also ich schreibe dir nochmal 103,075 geteilt durch 25. Okidoki. Jetzt schauen wir. Also wir haben hier eine 1. Wie oft geht die 25 in die 1 rein? Gar nicht. Wie oft geht die 25 in die 10 rein? Auch gar nicht. Aber die 25 geht natürlich in die 103 hinein. Und zwar viermal. Also ich schreibe mal auf. 4 mal 25 ist 100. Und dann rechnen wir die Differenz aus. Da bleiben 3 übrig. Und was haben wir dann? Dann haben wir hier unsere Grenze. Unser Komma ist hier. Das heißt, bevor wir uns diese 0 hier runternehmen dürfen, dürfen wir das Komma nicht vergessen. Wir müssen jetzt das Komma setzen, weil die 25 nur genau ganz, ganz einheitlich viermal in die 103 passt. Aber ein bisschen mehr kommt noch. Aber das wäre dann nach dem Komma. Okay? So, und dann haben wir jetzt also das Komma gesetzt. Das heißt, wir dürfen uns die nächste Zahl herunterholen. In dem Fall ist das hier die 0. Und dann kommen wir zur 30. Was ist 30 geteilt durch 25? Na, das ist 1. 1 mal 25 ist 25. Machen wir unseren Strich. Und was ist hier die Differenz? Bleiben 5 übrig. Was machen wir jetzt? Jetzt schnappen wir uns wieder die nächste Stelle. Was nehmen wir für eine Farbe? Vielleicht Orange. Das nehmen wir für eine 7. Also, dann haben wir hier 57. Und dann überlegen wir wieder, 25 plus 25 ist 50, das sieht doch ganz gut aus. 2 mal 25 ist also 50 und da bleibt übrig genau 7. Und jetzt sind wir schon an der letzten Stelle angekommen, dann sind wir schon fast fertig. Hervorragend. Was haben wir noch nicht für eine Farbe genommen? Haben wir nochmal gelb hier. So, jetzt kommt die 5 hier noch. Und dann schreiben wir die hier hin. Und 75 geteilt durch 25. Da haben wir ja gerade gesagt, 2 mal 25 ist 50 und dann nochmal 25 kommen wir zu 75. Also müssen wir 3 mal 25 rechnen. Und dann kommen wir genau auf 75
Und da bleibt nichts übrig. Das heißt, das hier ist dein Ergebnis. Also, wir machen uns nochmal klar, dass 1,03075 geteilt durch 0,25 das gleiche Ergebnis hat wie 103,075 geteilt durch 25. Das haben wir gerade ausgerechnet. Das ergibt 4,123. Und damit sind wir fertig. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Bis dann.